Ja, mein Name ist Patrick Höpken, bin Mitarbeiter der ThyssenKrupp Steel Europe AG am Standort Duisburg. Bin im Bereich Stahlbau, Bauleitung tätig und betreue jetzt hier in Duisburg Süd aktuell den Wechsel der 6 Kranmannträger in der Halle 11 im Groblech-Walzwerk. Die Kranmannträger werden gewechselt, weil sie ein gewisses Alter erreicht haben und wir auch kleinere oder größere Beschädigungen an den Kranmannträgern haben, wo wir schon Reparaturen durchführen mussten. Und deswegen müssen wir die jetzt halt auch wechseln. Im Hintergrund sehen Sie schon die aufgebauten Autokrane. Einen Kranmannträger haben wir schon gewechselt und sind jetzt gerade aktuell dabei, den zweiten Kranmannträger vorzubereiten, dass wir den dann auch heute Mittag demontieren können. Mein Name ist Olaf Klein. Ich bin der Kranfahrer von der Firma Franz Bracht für den LTM 1450 und gleichzeitig auf dieser Baustelle der Koordinator für alle Krane, das Bindeglied zwischen der Bauleitung und der Firma Franz Bracht. Im Moment sind wir mit 4 Krane hier vor Ort in diesem Baufeld. Die Träger, die haben eine Länge von 30 Metern und wir müssen sie dann eben halt über 90 Meter von hinten bis nach hier vorne transportieren mit den Kranen. Und das in dieser sehr flachen Halle, wo wir maximal 11 Meter Rollenkopfhöhe haben und bei Gewichten bis zu 60 Tonnen. Mein Name ist Michael Mischer. Ich bin Betriebsleiter von der Niederlassung Recklinghausen und hier für die Kranarbeiten, die hier auch durchgeführt werden, zuständig. Mit dem Patrick Höpken von Thyssen habe ich die Arbeit geplant, also die Kranarbeit, und habe das in den Nikon-Planer durchgearbeitet und die Lastfälle simuliert und habe dann entschieden, dass es mit den 1450 und zwar LTM 1300 durchführbar ist. Da der Nikon-Planer wirklich mit den Krandaten im jeweiligen Kran 100% übereinstimmt, aus meiner Erfahrung, weil ich da immer mit arbeite, kann ich sagen, dass man sich da 100%ig darauf verlassen kann und dass auch die Werte, die im Nikon-Planer angezeigt werden, auch real auf der Baustelle genauso sind. Bei den beiden hinteren Kranen, da muss der 60 Tonnen schwere Kranträger durch die beiden 300 Tonner durchgeführt werden. Auf der einen Seite des vorderen Kranes abgesetzt werden. Dann muss der 450 Tonner rübergreifen an ein Ende von dem Träger und der 300 Tonner muss den am anderen Ende nehmen und dann müssen die den praktisch rüberführen zu zweit. So weit, bis der 450 Tonner den bei 20 Meter Auslage alleine nehmen kann und auf den Selbstfahrer, der vor dem Kran steht, absetzen kann, damit er den rausfahren kann. Da wir den Kranträger schon mehrfach repariert haben und mit diversen Blechen ausgesteift haben, ist es natürlich relativ schwierig, den genauen Schwerpunkt zu bestimmen. Bei den alten Kranträgern müssen wir halt diverse Löcher in den Kranträgersteg brennen, damit wir genügend Anschlagpunkte haben. Bei der Demontage ist das Schwierige dabei, weil wir die fünfmal übergeben müssen, von den hinteren bis sie hier vorne stehen. Beim 450er werden 4 bis 5 Mal umgehängt. Also auch hier mit Lastteleskopieren oder Einteleskopieren mit den 60 Tonnen am Haken ist alles laut Tabelle möglich, weil das neue Geräte sind.
Das wäre mit älteren Kranen nicht machbar oder realisierbar hier. Am Anfang war ich sehr skeptisch, ob dieser Kran wirklich so gut ist, wie sie sagen. Aber ich fahre seit fast 30 Jahren Kran. Ich habe vorher LTM 1400, LTM 1500 gefahren. Aber der LTM 1450 ist mit Abstand der beste Kran, den ich je gefahren habe.